Für die anderen geht es am nächsten Tag nicht nur um die nächste Challenge, sondern auch um den ersten Leistungscheck. Bis auf den verletzten Mirko und die angeschlagene Katharina sind alle Helden da. Und das voller Motivation. Ich bin heiß, ja. Ich freue mich. Vor der Challenge gibt es aber noch eine Ansage vom Chef persönlich. Hallöchen. Na, wie geht's? Gut. Ja. Mir geht's auch gut. Glaube ich. Hab schon gehört gestern. Ich kann verstehen, dass man zwischendurch mal was trinkt oder dass man zwischendurch auch mal feiert. Aber in der Bundesliga sagt man, um 15.30 Uhr ist Anstoß. Und da muss jeder fit sein, um 90 Minuten alles tun zu können, um das Spiel zu gewinnen. Und bei euch ist 90 Minuten demnächst in der Küche. Und da müsst ihr nämlich 8 Stunden auch Standby sein, weil der Gast möchte jeden Tag leckeres, gut zubereitetes Essen von euch haben. Dafür bezahlt er und der Chef kann euch bezahlen. Verstanden? Ja. Ja. Heute werdet ihr mit der Kartoffel arbeiten. Ich werde euch zeigen, wie wir jetzt ein schönes Reibeplätzchen machen. Okay? Und dann werdet ihr nachher euch wieder aufteilen und dann macht ihr Reibeplätzchen. Ich brauche eine Kartoffelreibe, Salz, Pfeffer, ein Ei, ein bisschen Mehl, eine Bratpfanne und Öl. Jetzt! Bei allem Verständnis für den schwierigen Lebensweg seiner Helden. Zwischendurch muss Frank die Zügel wieder anziehen. Jetzt rein bei die Johnnies. So, dann mache ich ein kleines Eigelb nur rein. Ich mag das einfach, um ein kleines bisschen Bindung zu haben, um ein kleines bisschen Festigkeit zu haben. Man braucht es aber nicht. So, jetzt nehmen wir etwas Salz, etwas Pfeffer. Man kann auch jetzt noch etwas Muskat reinmachen. Ne? Wenn man möchte, kann man auch Gemüse reinschneiden, Lauch, Karotten oder so etwas. Ne? Dann wälzt das einfach jetzt durch. Worauf man jetzt achten muss, und das ist ein kleiner Trick jetzt. Wenn ihr das jetzt gesalzt habt, dann passiert Folgendes. Ja, die Kartoffel verliert durch das Salz Wasser. Ja, da sind wir doch, André. Da muss man einmal nur mal in Wien sein, hat man noch nicht die Ahnung. So ein Praktikum, gar nicht so schlecht, oder? Das bedeutet, dass man nach einer Zeit hingeht und das Wasser rausholt. Umso knackiger und geschmackvoller und knuspriger werden sie. Erst mache ich die so ein bisschen ins Häufchen, ne, so. Und dann nehme ich erstmal, ja danke, nehme ich den Löffel. Mach sie, dass sie alle eine selbe Fläche haben, damit nicht eine Stelle roh ist und eine Stelle grün. Und jetzt gehe ich hin und forme sie mir. Mmh. Boah. Lecker. Folgende Challenge. 3-mal rüber, 4-mal hier. Die Challenge könnte das Zünglein an der Waage sein und am Ende über Top oder Flop entscheiden. Wer jetzt versagt, muss vielleicht gehen. Da gehst du einfach bei Massier so klein wie möglich. Ach so, da rein, ja, okay. Ganz runter. Und dann kann man vorsichtig. Ja, ach, scheiße. Einmal hier so. Schon wieder geschnitten. So quer rein. Ja, und dann. Ja, ich habe ein bisschen wenig geschlafen und ich war da einfach generell ein bisschen gestresst an dem Tag. Aufgrund meiner Müdigkeit, sage ich mal. Man denkt halt manchmal nicht nach, wenn man so total übermüdet im Kopf hat, da ist man ein bisschen ballerballer. Ich war halt einfach nur übermüdet und genervt. Scheiße. Mann, Pascal, ey, deine doofe, negative Scheißart, die geht mir voll auf den Piss. Ich kann mich nicht konzentrieren, wie soll ich das mit Liebe machen, wenn man nur am Rumrollen ist? Ja, komm, hier keine Fäkalsprache. Machen Entschuldigung, wir nicht mehr. Ja. Ja? Ja, wie viele Eier hast du da reingemacht? Ja, ist ja gut. Ich hab's zur Kenntnis genommen. Ja. Ich werde es jetzt auch nicht kommunizieren, was er jetzt gesagt hat und so weiter. Ja. Wie viele Eier hast du da reingetan? Ich habe ein Eigelb da reingetan. Also Eigelb? Ja, ein Eigelb, okay. Genau. Ja, alles klar. Fast unbemerkt zieht sich plötzlich Marvin zurück. Wächst dem 21-Jährigen alles über den Kopf? Hey. Hi. Geht's nicht gut? Hast du Impfe bekommen? Ja, gestern. Das haut einen um, ne? Ja. Als ich geimpft wurde, war genauso. Zweite Info und dann war ich total platt. Ja, war auch gestern meine zweite Info. Ja. Weißt du was? Kannst dich umziehen, kannst nach Hause. Okay. Bist ein lieber Kerl, du machst das alles sehr gut hier. Ruh dich aus, damit du stark bist für die nächste Zeit, weil das ist jetzt was anderes. Okay. Okay. Verabschiede dich eben kurz von den Kollegen. Ne? Und dann mache ich mit denen weiter. Ne? Okay. Und die Maria kann dir den Rest ja auch dann sagen. Ne? Als ich meine zweite Impfung bekommen habe, war ich auch total, habe ich, glaube ich, 1,5 Tage im Bett gelegen, weil ich so kaputt war und so. Und das jetzt auch hier mit der ganzen Challenge kann ich verstehen. Wollen wir schön nach Hause gehen. Außer, ist ein lieber Kerl, der passt immer auf, der integriert sich sehr gut. Der macht schon weiter.
Marvin hat den Leistungscheck bestanden. Das gilt nicht für alle. Es wird so hart in die Hose gehen, das sehe ich jetzt schon kommen. Ich habe bis da hinten gerade gehört, dass hier dicke Luft ist. Was ist hier los? Schlechte Laune gerade einfach. Wer? Ich. Ja gut, dann wäre es ganz gut, wenn die schlechte Laune bei dir bleibt und sich nicht auf das Team auswirkt. Denn alles, was ihr mitmacht, geht nachher in die Auswertung mit ein. Und nicht nur euer Kochen. Wie ihr mit euren Leuten umgeht, wie ihr alles. Wie ich sehe alles. Ich bin einfach nur abgefuckt, weil ich wenig geschlafen habe. Komm, Pascal. Bitte? Was ist los? Weil? Weil ich wenig geschlafen habe. Ja gut, aber es ist doch deine Schuld. Nee, ist es eben nicht. Was denn? Warum hast du denn nicht geschlafen? Weil das ziemlich sich in die Länge gezogen hat, ich dann noch zu Hause putzen musste und alles. Und das, ja. Dadurch habe ich halt maximal 3 Stunden Schlaf gekriegt. Das sind alles nur Ausreden. Alles nur fucking Ausreden. Wenn du das hier willst. Ja, will ich ja. Na, dann hör auf mit dem Gejammer wie so ein kleines Mädchen. Pascals Leben geriet aus den Fugen, als sich seine Eltern trennten. Partys feiern und Schule schwänzen gehörte zum Alltag des heute 24-Jährigen. Ich war auf jeden Fall ein Rebell in meiner Jugend, ja. Ich habe nur Mist gemacht, Unsinn und ja. Typisch Krawall-Teenager halt, ne? Seine Zukunft war Pascal egal. Rumgehangen, mit Freunden unterwegs gewesen. Einfach genau das Gegenteil von Schule, ja. Also ich habe tatsächlich einfach die Schule irgendwann nicht mehr besucht, weil ich es nicht mehr als nötig angesehen habe und ja. Pascal will nicht nur für sich sein Leben ändern, sondern auch für andere ein Vorbild sein. Ich will mir selber was beweisen. Ich will anderen auch beweisen, dass man das, sage ich mal, trotz dieses fehlenden Schulabschlusses auf die Kette kriegen kann, sage ich mal, und damit vielleicht andere noch ermutigen, sage ich mal. Man kann es hinkriegen, wenn man es will selber. Man muss es halt nur selber von sich aus sagen, jetzt gehe ich diesen Weg und dann zieht man das auch durch. In der Heldenküche ist von diesem Kampfgeist nicht viel zu spüren. Ich verstehe das nicht, warum mir da jetzt noch die Schuld für gegeben wird oder mir jetzt nachgesagt wird, ich hätte da keinen Bock drauf, nur weil ich halt wenig geschlafen habe. Aber man braucht auch seinen Schlaf, ne? Oder würdest du vernünftig arbeiten können, wenn du deinen Schlaf nicht hättest? Nee. Kann mir kein Mensch erzählen. Muss ja auch körperlich fit sein. Und mental. Dem anstehenden Leistungscheck sind mental nicht alle gewachsen. Das zeigt die Stimmung und manchmal auch ein Blick in die Pfanne. Was ist das denn? Wem gehört das denn? Mir. Ich habe komplett zu viel Wasser abgekippt und habe die Kartoffel nicht ziehen lassen. Dadurch haben die keine Bindung und sind komplett auseinandergefallen. Und das hier? Ja, das ist auch meins. Bisschen besser, aber. Ist das ein Kartoffelölsüppchen irgendwie? Ja, leider. Ja, ich mache alles neu. Ja, alles ist schon nach hinten gegangen, leider. Ja, aber das passiert beim Kochen. Wenn man einen Fehler macht, dann ist es halt so. Aber ich gebe jetzt nicht auf und mache weiter. 5 Minuten noch. Okay. Das heißt, auf dem Teller drüben stehen, get ready. Okay. Die Challenge könnte jetzt den Ausschlag geben, für welchen Ausbildungssuchenden die Reise heute vorbei ist. Wie findet ihr es selbst? Wie war's? Katastrophe für mich. Was passiert? Ich habe einfach zu übermütig war ich. Ich habe zu viel Bindung abgekippt, die ich hätte nicht machen sollen. Gut, das hast du ja jetzt gerade 10 Mal gesagt. Aber was ist denn wirklich passiert? Warst du zu, hast du dich zu geil gefühlt oder so und denkst, die Chose läuft oder so? Sag mal. Nein. André ist von sich selbst zutiefst enttäuscht. Nach dem Gewinn der ersten Challenge und seinem Ausflug in Alexander Kumpners Spitzenküche trifft den vorbestraften Familienvater Franks Kritik umso härter. Warst sehr enthusiastisch und hast richtig Bock gehabt. Und dann hast du in die Wicken gehauen, ne? Oder? Ja, genau so. Und dann hast du das innerhalb von 7 Minuten nochmal neu gemacht, ne? Ja. Das sind 7 Minuten Radeplätzchen. Ja. Komm, dafür sehen sie gut aus, oder? Ja. Alex Kumpner hat zu mir gesagt, es gibt immer Punkte im Leben, wo man Erfahrungen macht, die man dann vielleicht nicht mehr macht. Und das Wichtigste ist, niemals aufzugeben.